Denkt dran, das hier ist ein Mehrteiler. Den ersten Teil des Films, den habe ich euch da oben in der Ecke verlinkt. Ja! Ah, geschafft. Genial. Ja! Ah, das ist das schöne neue Maschinchen. Baujahr ungefähr 92. Eine Robland X31 aus Belgien und für relativ wenig Geld bekommen. Fünffachmaschine heißt Kreissäge, Fräse, Langlochbohrer, Hobel. Abricht- und Dickenhobel. Abricht- und Dickenhobel. Ah, herrlich. Habe ich mir schon sehr lang gewünscht. Endlich ist der Traum in Erfüllung gegangen. Ich habe lange gesucht. Markus, das ist außerdem mein Mentor, der meine Videos ja alle anschaut. Das sieht man ihn mal vor der Kamera. Und er hat es gefunden auf eBay Kleinanzeigen. Ich bin so glücklich. Tolles Maschinchen. Die Maschine wiegt 500 Kilo. Hier, so wie sie da steht, haben wir jetzt runtergelassen mit meinem alten Kletterseil und einem Abseilachter. Das ist ein Abseilachter. Markus hat sie gesichert von hinten, es konnte also quasi gar nichts passieren. Das Ding ist auf Rollen, kann man schön einfach drehen, dass man sie immer in die Position schiebt, wie man es gerade braucht. Gerade bei langen Werkstücken ist das manchmal nötig. Ah. So ein schönes Maschinchen, da freue ich mich. Boah, sag mal, also das ist schon massiv, du. Ja, ja. Ich meine, in der Schneiderei hast du solche Teile, das wird dir immer gerade und abgemacht, ne? Das muss schnell gehen, ja. Und normalerweise hast du das irgendwo schön an der Wand, an die Wand gehängt. Ja. Zum Zugriff, damit ja. Du beim Umrüsten das sofort im Griff hast. Okay. Weil das würde ich jetzt nicht dran montieren, das ist ja nur, sei denn, du willst jetzt hobeln. Eben. Okay. Denne. Ja. Das ist hier dran, ne? Und das ist außen. Ich stehe hier. Also muss der Winkel dahin zeigen. Der hier? Genau. Das zu dir. Da beschweren sich manche Zuschauer, dass ich immer so stöhne. Immer so Geräusche. Aber die mache ich ja nicht absichtlich. Ah. Florian live, das muss man auch ertragen als Zuschauer. Nee, das stimmt. Das stimmt gar nicht. Ah. Ja, genau, ja. So sind sie schön. Entschuldigung. Ja. Und diese Feder, wo muss die hin? Da ist doch eine Feder hier auf der Schraube. Und ich komme jetzt so rein. Geht es über die Feder drüber hoffentlich, oder? Ja, ich denke ja. Also eigentlich müsste es über die Feder gehen. Ja. Jawohl. Und dann? Was ist denn das? Markus. Florian. Verzweifle nicht. Alles wird gut. Ich habe hier diese Nasen. Das heißt, das kann nur oben sein hier. Wie hält das? Da ist nirgends was. Das ist alles glatt. Und so kann es nicht sein, weil hier groß, da klein. Ja, nee, dann kann es ja nur. Das kann nur so sein. Verschieblich oder von unten verschieblich. Das kann doch nicht sein, oder? Nee. Absaugung für Kreissäge war hier hinten, ne? In Laufrichtung Säge müsste das sehen. Aber damit wirst du eh nicht arbeiten. Mit der Absauganlage? Mit dem wirst du eh nicht arbeiten. Nein? Schnell nicht mehr. Da hast du mal gehobelt. Ach so, weil da Material wegkommt, meinst du? Da brauche ich so eine große das Tüte. Das ist in 10 Minuten voll. Okay. Das macht keinen Spaß mehr. Okay. Also wenn du dicken hobelst auf wirklichen Materialabtrag, dann ist das zu klein. Die geht natürlich nicht mit der Anlage an. Das müsste ich auch noch irgendwas basteln. Dass die Absaugung mit der Anlage angeht. Ah, ja. Das wäre ja praktisch, oder? Dann musst du leider. Der Aufwand, das zu machen, würde ich erst treiben, wenn du eine gescheite Absauge hast. Ja, ja. Du hast es eingebaut. Ja.
Wie heißt der Hobel hier oben? Unten ist der Dickenhobel. Das ist der Abrichthobel. Abrichthobel. Und wenn die Abrichte weg ist, ist immer von oben auf die Messer. Und wenn, wenn die Abrichte weg ist, dann ist es ein Dickenhobel, dann schiebst du die Holzstücke unter dem Messer durch. Dickenhobel, weil ich dicke Werkstücke durchjage, oder? Nee, weil du die Dicke des Werkstücks änderst. Ach so, also damit kriege ich mehr Material weg. Nee, die Material, also die, das eine ist so, du hast ein Stück Holz, das ist krumm. Ja. Wenn du das krumme Holz durch den Dickenhobel schiebst, dann ist die krumme Fläche wird oben genauso krumm wieder abgerichtet. Also du kriegst keinen rechten Winkel hin ohne Abrichte. Ach so. Deswegen hast du die Abrichte, damit man oben sozusagen, wenn das Holz wackelt, ja, dann muss man sich die Stelle suchen, wo es gut auflegt, und dann macht man das Freihand so, dass man es immer erst, dann wird am vorne ein Stück abgenommen und hinten, dann macht es so wim, wim. Ah. Und dann macht es wim, wim. Und irgendwann macht es wip und dann hast okay. du eine Fläche. Absolut plane Fläche. Aha. Der Rest des Holzes ist aber immer noch schief. Ja, aber ich habe schon mal eine Fläche. Du hast eine plane Fläche. Und dann wirst du mit dem Seitenanschlag hier machst du einen 90-Grad-Winkel zu dieser einplanen Fläche auch noch. Ja. Und ab dann tust du es in die Dicke. Und dann kannst du, aber die Dicke, man kann nicht mehr abnehmen als 2 oder 3 mm. Ja. Das ist von den Messern begrenzt. Ja. Aber da lege ich dann die saubere Seite nach unten hin. Genau, der Dickenhobel kann keine gerade Kante an ein krummes Stück Holz okay. hinkriegen. Okay. Der würde es schon dünner machen, aber es würde immer noch genauso schepp sein. Aha. Ich verstehe. Deswegen brauchst du die Abrichte zuerst. Und diese Abdeckung hier habe ich noch nicht kapiert. Genau. Und weil das Gefährlichste auf der Welt nach der Fräse die Hobelmesser sind, dürfen die immer nur so weit auf sein, wie man sie braucht. Ah, ich hole mal ein Werkstück. Ja. Also das ist quasi so ein bisschen eine alte Methode, um das zu machen. Heute hat man da so Gliederbänder oder alles mögliche. Gibt ja, Patente. Ja. Wichtig ist, dass es jetzt die Messer müssen, Ruhezustand sind sie zu. Dass ich nie da reingreife versehentlich. Genau. Ja. Dann haben wir hier gehört ein Anschlag hin, der kommt noch hin. Mhm. Ja. Dann hast du dieses Holz und dann machst du hier diese Schraube auf und dann kannst du die Abdeckung genauso breit aufziehen, wie ich brauche. Wie du es brauchst. Okay. Und dann hast du die Sicherheit, dass du nicht während des Arbeitens in diese Messer reingreifst. Und glaub mir, das ist aus der Praxis geboren. Da sind einige Finger geblieben. Also Hobelmesser sind brutal. Und da muss man sich auch, wenn man nicht gewöhnt ist, muss man sich echt total dran gewöhnen, dass man die Hände oben aufs Werkstück auflegt. Ja. Das muss man ein bisschen üben. Es ist jetzt nicht so schlimm, wie es sich anfühlt. Aber am Anfang, gerade für Anfänger, würde ich mir so einen Griff irgendwie noch bauen, vielleicht, dass man den oben auflegt. Am schnellsten und coolsten ist ein Schleifklotz. Hast du einen Schleifklotz mit einem Schmirgelpapier? Ja. Das ist total geil. Legt man oben drauf und das Mit Schmirgelpapier? Genau, das Schmirgel bremst. Bremst, okay. Dann hast du einen super Grip. Sehr gut. Und damit kann man, vorne hält man es und hinten schiebt man. Und dann ist man total sicher, dass die Finger nicht nach unten kommen. Weil der Fehler ist immer, man denkt nicht dran und der Daumen geht dann nach unten ins Messer rein. So, ne? So viel dazu. So. Genau, und wenn hier der Anschlag ist, dann hast du genau diese Furche offen. Mhm. Und mit den modernen Systemen wird das sozusagen immer die Länge automatisch selber eingestellt. Und der Rest geht beiseite, ne? Ja. Genau, wenn du das Werkstück reinfährst, dann fährt das Werkstück so weit okay. auf, wie es geht. Ich finde es auch ein bisschen lästig. Und wozu ist hier diese Feder drin, nach oben? Das war das. Ja. Und wenn du jetzt hier oben so dick bist, dass du es abrichten, dann, dass du dicke Werkstücke hast, dann machst du hier auf. Musst du das wegtun da? Oder nee? So, dann ist das Messer jetzt abgedeckt, hat einen Schutz und kann aber hier quasi... Also hier kann ich dann mit Werkstücken... ohne dass du das Gefühl hast, dass die Messer komplett offen sind. Aber okay. das ist eher, für meinen Gebrauch ist das eine psychologische Sache. Also die meisten Schreiner haben das nicht mehr. Das ist quasi die Schreinerstellung. Nee, wie gesagt... Vor 30 Jahren ist das State of the Art, heute sind die ein bisschen anders gebaut. Ja. Können wir sie mal schnell anwerfen? Ich habe sie schon angesteckt, die Maschine. Und einmal das Brett drüber fahren. Palim, palim. Made in the UK. Ganz komisch. Weißt du, was ist?
Drehrichtung ist falsch, gehe ich mal davon aus. Da. Deswegen hatte ich nicht hobeln können. Der hat falsch rum gehobelt. Geht ja nichts kaputt von, es ist nur, die Maschine läuft falsch rum. Kann ich lange hobeln. Wenn ich ganz viel Glück habe, kann ich diese zwei Rädelschrauben aufmachen. Und da drin gibt es einen Schalter, links, rechts. Wenn ich nicht kennen, ist das irgendwie... Also er hat es dann aber tatsächlich falsch rum, weil man kann ja seine Steckdosen messen mit einem Messgerät, dass sie immer richtig rum sind. Und er sich halt falsch rum installiert, was für ihn ja wurscht ist. Ich dachte schon, das Brett darf es ja nicht lupfen, wenn ich an die Kreissäge gehe. Sie drückt es ja nach unten. Ja, das war jetzt ganz falsch. Ah, schade. Wir haben jetzt festgestellt, die Maschine ist falsch rum eingestellt, also sie läuft tatsächlich rückwärts. Deswegen hat es gerade mit dem Abrichthobel nicht geklappt und das Kreissägeblatt läuft auch falsch rum. Und jetzt muss ich erst meinen lieben Nachbar fragen, der mir auch damals hier die Elektroleitung repariert hat. Das Video dazu verlinke ich euch da oben mal in der Ecke. Das war echt lustig. Und immer schön, solche Nachbarn zu haben, die einem so toll helfen können. Er wird mir die hoffentlich so umbauen, das ist hier im Elektrokasten, dass die Maschine wieder richtig rumläuft. Das heißt also eine Polumschaltung machen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit dem Daumen rauf. Ich freue mich immer, wenn ihr den Kanal abonniert. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Ahoi, sagt euer Selbstversorger Rigotti.